Glück auf und herzlich willkommen bei Unterirdisch. Mitten in Bochum gelegen befindet sich das Haus der Archäologie und das Deutsche Bergbaumuseum. Heute nehmen wir euch einfach mal mit hinein und schauen Professor Dr. Sabine Klein und Hanna Kietsch bei ihren Keramikexperimenten über die Schulter. Also kommt einfach mit. Mein Name ist Professor Sabine Klein. Ich bin Professorin an der Ruhr-Universität Bochum, dort im Institut für Archäologische Wissenschaften und gleichzeitig am Deutschen Bergbaumuseum zuständig für die Abteilung Archäometallurgie. Ich bin Hanna Kietsch, ich bin Studentin hier am Institut und studentische Wissenschaften. Das ist die Region. Wir haben uns die Lehrwerkstatt herausgesucht und die Lehrwerkstatt ermöglicht uns, Keramikversuche durchzuführen, Brennversuche. Und diese wollen wir diese Woche nutzen, um verschiedene Tone zu testen, mit dem Brennverhalten und gleichzeitig verschiedene Möglichkeiten des Überzugs bzw. der Einfärbung von Keramik. Und dazu haben wir eine Probenserie aufgesetzt und Frau Zietsch hat die sich ausgedacht und designt und wird das jetzt noch erklären. Wir haben uns diesmal für moderne Tone entschieden, damit wir eine Grundlage haben unter kontrollierten Bedingungen und ausprobieren können, wie die Sachen funktionieren. Zum Beispiel ein Selbstüberzug aus dem Gobe, also aus dem gleichen Tonmaterial wie Wasser anmischen. Für jedes Experiment ist es wichtig, dass wir selbiges hinterher beliebig oft replizieren können. Dafür ist eine gründliche Dokumentation aller Arbeitsschritte natürlich vonnöten. Hierzu gleicht Hanna die standardisierten Proben mit ihrer Liste ab. Das Gewicht vor dem Brennvorgang wird ebenfalls akribisch dokumentiert. All dies erfolgt kurz vor dem eigentlichen Brennversuch, ebenso das fotografische Erfassen des Zustands der Proben vor dem Experiment. Nachdem Hanna Kietsch die Vorarbeiten mit der Dokumentation der Keramikproben vor dem Brand abgeschlossen hat, werden die Proben zum Keramikbrennofen in einen anderen Raum der Lehrwerkstatt transportiert. Dort werden die Keramikproben sorgfältig, nämlich Stück für Stück, gemeinsam mit den Abstandhaltern auf hitzebeständige Keller gelegt und anschließend im Ofen deponiert. Schlussendlich dient das dazu, Experimente auch mit nachgebauten Tonen aus authentischen Lagerstätten herzustellen, um die dann zu vergleichen mit tatsächlich archäologischen Fundstücken. Das ist jetzt die erste Versuchsreihe und deswegen nehmen wir als Nullserie, als Vergleichsserie moderne Tonen, die aufbereitet sind und geregelt sind. 24 Stunden später ist der Brennvorgang und die Abkühlphase abgeschlossen und der Ofen kann geöffnet werden. Trotzdem sind die einzelnen Keramikkacheln und die Auflagekeller noch sehr heiß und deshalb tragen Professorin Dr. Sabine Klein und Hanna Kietsch dicke Lederhandschuhe, während sie vorsichtig die Proben aus dem Ofen herausheben. Anschließend wiederholt sich der Prozess vom Vortag erneut. Die ungebrannten Proben werden Stück für Stück auf den Tellern abgelegt und diese mit Hilfe der Abstandshalter im Keramikofen geschichtet. Wir wollen danach die Keramikprodukte, die wir selbst erzeugt haben, noch naturwissenschaftlich untersuchen, indem wir uns unter dem Rasterelektronenmikroskop zum Beispiel anschauen, wie die Verbindung zwischen dem gebrannten Ton und der Glasur bzw. der Oberfläche ist, also zum Beispiel die Verbindung zwischen Engrube und der Keramik und wie gut diese Verbindung gelungen ist unter unseren Brennbedingungen und welche Möglichkeiten es gibt, hier verschiedene Überzüge sehr fest auch an die Keramik anzuhaften.
Das dient dann dazu, dass wir quasi rekonstruieren wollen, wie man in früheren Zeiten vielleicht Überzüge hergestellt hat. Die Serien sind relativ umfangreich. Also es sind viele Stückzahlen pro Serie, ist jetzt angefertigt. Das ist allerdings so vorgesehen, weil wir schon damit kalkuliert haben, dass bei ersten Versuchen ordentlich was zu hoch geht. Das hat sich auch ein bisschen schon bewahrheitet. Genau, was zeigt, dass man sehr viel Erfahrung haben muss und nicht nur nach einer einfachen Anleitung gleich ein positives Ergebnis erzielen kann, sondern dass man hier wirklich experimentieren muss und ausprobieren und dass eben auch mal was zu hoch geht oder etwas nicht gelingt.